Bis Ende der Woche wollen Linke, SPD, Grüne und die CDU in Thüringen einen Weg aus der politischen Krise finden. Darauf verständigten sich die Politiker nach stundenlangen Verhandlungen am späten Abend. Alle vier Parteien strebten Neuwahlen an, teilte die Linke mit. Allerdings gäbe es unterschiedliche Vorstellungen über den Termin. Thüringens ehemalige CDU-Ministerpräsidentin Lieberknecht steht unterdessen nicht mehr für eine Übergangsregierung zur Verfügung. Ja, nachgefragt bei Christian Müller in Erfurt. Erneute Wendung also in Thüringen. Christine Lieberknecht steht nicht mehr zur Verfügung. Welche Begründung führt sie da an? Ja, einen schönen guten Tag nach Hamburg. Wir konnten Sie leider nicht selbst befragen, weil Christine Lieberknecht nicht hier ist im Thüringer Landtag. Sie hat sich heute Morgen nur gegenüber der Thüringer Allgemeine, einer großen Zeitung hier im Lande, und der Deutschen Presseagentur geäußert. Und da hat sie nochmal bekräftigt, dass sie nur für den Vorschlag von Bodo Ramelow zur Verfügung gestanden hätte. Also für eine Übergangsregierung, für einen Übergangszeitraum. Die Rede war von 70 Tagen. Und danach zieht sie sich wieder zurück aus dem politischen Leben, in das sie ja im letzten Jahr sozusagen abgetaucht ist in ihr politisches Rentendasein. Und die CDU, sie wollte mehr. Sie wollte Frau Lieberknecht länger halten, im Amt halten. Sie wollte sogar eine richtig ausstaffierte Regierung haben mit 8 oder 9 Ministern, die dann in diesem Jahr den Haushalt beschließt und die dann Neuwahlen vorbereitet. Und das hätte sich hingezogen bis Ende des Jahres, möglicherweise sogar bis in den Beginn des nächsten Jahres. Und ich nehme an, dass dafür Frau Lieberknecht nicht zur Verfügung stehen wollte, weil sie, wie gesagt, auch andere Interessen hat inzwischen mit ihren 61 Jahren. Sie hat Enkel, sie wandert gerne, sie spielt gerne Skat und sie möchte sich nicht unbedingt nur noch mit Politik beschäftigen. Sie sagt aber auch, wer keine Neuwahlen will, muss Bodo Ramelow zu einer Mehrheit im Landtag verhelfen. Damit wirbt sie ja indirekt für einen Tabubruch. Was sagt denn die CDU dazu? Ist denn denkbar, dass die Landes-CDU da wieder umschwenkt? Naja, diese Meinung vertritt ja nicht nur Christine Lieberknecht innerhalb der Thüringer CDU, sondern da gibt es ja verschiedene Akteure, die sich schon zu Wort gemeldet haben. Zum Beispiel der Landrat aus dem konservativen Eichsfeld, der gesagt hat, Bodo Ramelow ist nun mal der Wahlsieger in Thüringen und man müsse ihn dann eben auch mitwählen, um stabile Verhältnisse in Thüringen zu schaffen. Also die Stimmen mehren sich, aber da ist eben auch dieser Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU-Parteiführung vom Parteitag in Hamburg vom letzten Jahr, der eben eine klare Zusammenarbeit der CDU mit der AfD und auch mit den Linken praktisch verbietet. Ja, und da hängt jetzt in dieser Falle die CDU drin und sitzt gefangen und weiß nicht, wie sie sich daraus befreien soll. Und da muss anscheinend irgendwann ein Umdenken stattfinden. Und da muss sich auch die Bundesspitze der CDU Gedanken machen, dass eben diese Parteitagsbeschlüsse wahrscheinlich im Osten Deutschlands nicht mehr greifen und dass man da neu verhandeln muss und dass da vielleicht auch die CDU Thüringen einen Schritt auf die Linken zugehen muss. Ramelows Vorschlag, Frau Lieberknecht, vorübergehend bis zu Neuwahlen zur Ministerpräsidentin zu machen, ist ja parteiübergreifend begrüßt worden. Nun will die CDU allerdings keine baldigen Neuwahlen. Welche Alternativen bleiben denn da überhaupt für die CDU? Ja, entweder zaubert man jetzt selbst irgendeinen Kandidaten oder eine Kandidatin aus dem Hut, was aber schwierig werden dürfte, weil die darf ja nicht nur von der CDU unterstützt werden, sondern müsste ja auch von den Linken, von SPD und Grünen unterstützt werden. Und so eine Persönlichkeit muss man erstmal finden, die alle allgemeine Anerkennung hier in Thüringen genießt. Also das dürfte nicht so leicht werden. Oder Möglichkeit zwei für die CDU wäre, über den eigenen Schatten zu springen und Bodo Ramelow im ersten oder zweiten Wahlgang ins Amt zu verhelfen. Die dritte Möglichkeit ist dann tatsächlich die Auflösung des Parlaments. Wenn sich hier alles zerstreitet und es überhaupt keine Lösung in Sicht ist, dann muss es zwangsläufig Neuwahlen geben. Und das will ja die CDU in jedem Falle verhindern, weil die Umfragewerte sind schlecht aktuell. Sie sind personell nicht gut aufgestellt. Mike Moring hat seinen Rückzug angekündigt als Fraktions- und als Parteichef in Thüringen. Ja, und wen will man dann ins Rennen schicken für eine Landtagswahl? Also das sind mehrere Probleme, die da gerade auf der CDU Thüringen lasten. Und wie schätzen Sie es ein? Wie schnell wird Thüringen zu einer handlungsfähigen Regierung kommen? Das ist die 100.000-Dollar-Frage, die wir uns hier schon seit dem 27. Oktober eigentlich stellen, seit der Landtagswahl. Und von Schnelligkeit kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Es ändern sich nur ganz schnell. Und das ist in der Tat Schnelligkeit. Ja, die Voraussetzungen, die Bedingungen, die Informationen. Heute früh um 9 sind wir alle noch fest davon ausgegangen, dass einer der beiden Vorschläge von gestern Abend weiter diskutiert wird, nämlich eine kurze Übergangsregierung oder eine etwas längere. Und man trifft sich in der Mitte. Dann kommt heute Morgen um 9 die Meldung, Christine Lieberknecht will gar nicht mehr. Also so ändert sich das praktisch stündlich hier.
Und wir sind alle nur immer wieder perplex, was in Thüringen gerade so abläuft. Und kommen praktisch diesen schnellen Informationen kaum noch hinterher. Also man kann da schlecht eine Prognose geben. Ursprünglich hieß es, bis Freitag will man sich geeinigt haben. Aber das sieht jetzt danach irgendwie nicht aus, weil die Voraussetzungen wieder ganz andere sind als heute Morgen noch. Dankeschön nach Erfurt. Christian Müller war das.